Heute und in den nächsten Tagen wird es einige Rezepte mit Äpfeln geben. Ich hatte zu meinem Schwiegervater gesagt, ich habe Lust, irgendwas mit Äpfeln zu machen. Und da hat mein Schwiegervater mir Äpfel geschickt. Ich muss euch das mal zeigen. Moment. Und zwar hat er mir aus Serbien 4 solcher Eimer geschickt und auch noch Quitten und Walnüsse. Und nun liegt es an mir, die Äpfel zu verarbeiten. Für die Bratapfelmarmelade benötigen wir die 50 Gramm Rosinen, welche in Amaretto eingeweicht wurden, 1 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Zucker, den Saft einer halben Zitrone, ein Stück Marzipan-Rohmasse, ein halbes Päckchen Gelierzucker, 2:1, ja, und die Äpfel natürlich, etwa 500-600 Gramm gewürfelte Äpfel. Dafür werden als erstes 50 Gramm Rosinen über Nacht eingeweicht in Amaretto. So viel Amaretto wird angegossen, dass die Rosinen bedeckt sind. Entweder über Nacht oder für einige Stunden weichen die Rosinen nun ein und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Äpfel werden verputzt, also geschält und vom Kerngehäuse befreit, sodass wir etwa 500-600 Gramm Äpfel haben. So. Ich beginne jetzt damit, die halbe Zitrone auszupressen und über die Äpfel zu gießen. Ich hätte eine größere Schüssel nehmen sollen für die Äpfel, aber das geht jetzt auch. Der Saft einer halben Zitrone wird über die Apfelstücke gegeben. Das war es jetzt erstmal an Vorbereitung und den Rest erledigt Monsieur Cousin. Ein Esslöffel Butter und 2 Esslöffel Zucker werden in den Mixbehälter gegeben. Bei 100 Grad Stufe 1 3 Minuten geschmolzen, vermengt und geschmolzen. So 3 Minuten. Nun werden die Apfelstücke hinzugegeben.
2 Minuten, Stufe 1, 100 Grad, werden die Apfelstücke in dieser Zuckerbuttermarinade ordentlich gewälzt. Also 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. Wunderbar. Ich liebe Äpfel. Jetzt werden die eingeweichten Rosinen hinzugefügt. Wie gesagt, ich habe sie nicht in Rum, sondern in Amaretto für ein paar Stunden eingeweicht. Außerdem 250 Gramm Gelierzucker 2:1. Wer möchte, kann noch eine Messerspitze Nelke hinzugeben. Aber ich habe mich heute für Marzipan entschieden. Marzipanrohmasse, nicht zu viel, damit es nicht zu dominant ist. Und das Tolle ist, der Kuchen, den ich nachher damit befüllen werde, der ist ebenfalls in der Monsieur Cuisine zubereitet. Man braucht wieder keine Küchenwaage, sondern einen Esslöffel als Maßeinheit genügt. So. Das war's auch schon. Und jetzt 7 Minuten, Stufe 2, 100 Grad. 7 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die 7 Minuten sind jetzt um. Ich muss nur mal nach dem Rechten schauen. Ich liebe Äpfel und ich liebe Marzipan und Amaretto ist auch eine feine Sache. Also die Kombination ist super lecker. Na, der Vorführeffekt, wenn der Deckel nicht schließt. Aber jetzt wird das Ganze nochmal 10 Sekunden bei Stufe 4 püriert. Perfekt. Oh, das duftet super. So, aber ein kleines Glas fülle ich mir ab für morgen früh zum Frühstück. Das Glas ist heiß ausgespült.